Hallo, hallo. So, heute bin ich mal alleine online. Heute ist Bene leider nicht bei mir, aber ich sehe ihn schon im Chat. Das freut mich, dass du mal mit reinschaust. Ja, unser Kanal Game Catering ist halt auch so angedacht, dass wir sehr viel zusammen machen, dass es aber auch mal kein Problem ist, wenn einer von uns alleine was streamt. Und ich hatte schon die ganze Zeit Bock, Zelda Breath of the Wild zu spielen. Und genau das werde ich auch heute mit euch beginnen. Ja, freue mich schon tierisch drauf. Ich gehe auch direkt einfach schon ins Spiel rein. Ich habe gerade ein neues Spiel gestartet und ihr werdet mit mir auch die Videos sehen und dabei werde ich auch einfach mal die Klappe halten. Zelda, The Legend of Zelda, Breath of the Wild auf der Switch. Viel Spaß. Öffne die Augen. Öffne die Augen. Wach auf, Link. Okay, so, da sind wir in dem Spiel. Ich muss hier noch ein bisschen beim Ton einstellen und sowas. Das ist zum ersten Mal, dass wir eine andere Konsole anschließen. So, vielen Dank, Bene, dass du dir selber Bits spendest. Das ist eine Möglichkeit, die kann man machen. Kann man auch lassen, aber ich freue mich trotzdem. So, schauen wir uns doch mal um. Drei Leben haben wir. Wir kamen hier aus so einem komischen Apparat raus. Aus einem Sarg. Oder wie auch immer, und sind in einem echt futuristischen Raum. Also das Zelda sieht doch sehr danach aus, als dass es etwas anders wird. Dies ist der Shika-Stein. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Shika-Stein. Eine geheimnisvolle Tafel. Mit einer leuchtenden Oberfläche drauf. Wunderbar. Die Steuerung prüfen. Okay, es geht weiter. Es gibt zwei Truhen. Das freut mich immer. Eine alte Hose, vielen Dank. Besser als eine neue, oder wie? Ausrüsten. Okay, das ist das Menü. Mit R kann ich hier wechseln, aber ich habe noch nichts. Okay, verstehe. Eine alte Hose und dann kriege ich bestimmt noch ein altes Hemd. Das heißt auch altes Hemd, wunderbar. Zieh mir das auch an. Waffe hat er noch nicht, beschwert sich, dass ich sie ziehen möchte, verstehe.
leider. Okay, hier sind so diese Shika-Tafeln, ne? Halte den Shika-Stein über das Podest. Dann wird der Weg sich dir öffnen. Alright, das machen wir doch. Ich habe doch sonst nichts zu tun, als einen Shika-Stein über das Podest zu halten. Shika-Stein erkannt. Cool. Ich muss irgendwie gucken, was ich mit meinem Kabel hier mache. Das nervt mich gerade ein bisschen. Verriegelung aufgehoben. Okay. Sieht auf jeden Fall echt zivil aus. Du bist das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen. Ab ins Licht. Normal soll man eigentlich nicht ins Licht laufen. Sprinten mit X. X ist oben. Okay, verstehe. Ja, okay. Das ist abgefahren. Alter. Okay, da ist auch der Open-World-Charakter von Zelda. Breath of the Wild. Sweet. Oh, ich krieg gerade Gänsehaut, da freue ich mich ja jetzt schon aufs Zocken. Geil! Sehr, sehr schön. Und Bene, falls du noch guckst, der Kühlschrank ist inzwischen voll. Mit gutem, leckeren Energie. Ein alter Mann bei einer Kirche. Aber schauen wir uns erstmal um, ob es hier was Gutes gibt. Ah, schön, ich habe die Zeitverzögerung ausgemacht, deswegen sehe ich auch die Antworten sofort, das freut mich. Eine Route. Okay. Habe ich sogar schon direkt ausgerüstet. A gedrückt halten oder wechseln mit... Das mit dem A gedrückt halten habe ich jetzt nicht verstanden, aber gut. Pilze. Bestimmt zum Heilen und vielleicht was zum Kochen. Mal sehen, ob es hier sowas gibt. Rennen kann ich nicht sonderlich lange. Die Pilze hole ich mir trotzdem. Wer weiß, ob man sie nicht nochmal braucht. Da habe ich aber ganz schön viele Routen. Welche Tiere abgezogen. Werfen hinten, okay. Verstanden. Damit kann ich mich ducken. Okay, das sieht stark aus. Triforce Power. Hi, Dropshot. Schön, dass du mit dabei bist. Ich kann auch höher springen, okay. Yep. Oh, ich kann auch einfach klettern. Okay. Hallo, alter Herr. Ich nehme erstmal den Röstapfel. Das ist mein Röstapfel. Nein, das ist jetzt meiner. Köstlich. Ihr zockt, während ihr gerade zuguckt. Auch nett. Aber freut mich, dass ihr zuguckt. Vergessenen Plateau. Nett sieht's aus. Oh.
Vor 100 Jahren ist hier alles im Bach runtergegangen. Heißt wohl so viel wie, kümmere dich drum. Oh. Ah. Okay. Ziele erfassen. Verstehe. Die gefällt mir doch gerade ein Stückchen besser. So. Ah, hiermit konnte ich... Ah, ich verstehe. Okay. Jetzt würde ich gerne Waffe ausrüsten. Kann ich die schneller wechseln? Ah, ich verstehe. Ich kann sie hier rüber wechseln, gedrückt halten, dann kann ich... Ah, okay. Link! Link! Hallo? Begib dich zu dem Ort, den der Shika-Stein dir weist. Okay. Verstehe. Aber vorher gehe ich doch mal kurz zur Kirche, oder? Wenn die schon angeteasert wird, will ich doch dahin gehen. Schauen wir mal. So. Hallo aus den oberen Etagen. Hallo. Frau. Meine Frau guckt zu. Sehr schön. Das freut mich. Das heißt ja, der Sohnemann guckt auch zu. Da kann er sich jetzt schon mal sehr, sehr gute Spiele angucken. Denn ich wäre schwer enttäuscht, wenn er nachher nicht auch Zelda spielt. Aber ich hoffe, er fängt mit der N64-Version und zur Ocarina of Time an. Das werde ich die Tage auch spielen. Das muss einfach sein. N64, Ocarina of Time. Ich hatte das mal hier schon gestreamt, aber über die Switch gespielt. Und da ist die Steuerung einfach echt schlimm. Jetzt habe ich mir aber einen schönen Adapter geholt. Oh, da kommt ein Monster. Damit ich es auch gemütlich über die N64 spielen kann. So, mein Lieber, ich habe deinen Stock. Und dies war's dann auch mit dir. Bockblindhorn. Okay, why not? Ja, die gute N64, das war noch Zeit. Mann, ist das lange her. Mann, ist das lange her. Flup, 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 flup. Die Waffentasche ist voll. So, und ich habe doch bestimmt jetzt schon ganz viel Blödsinn dabei. Und zwar ganz viele Stöcke. Weg damit. Sortieren, auswählen, wegwerfen. Ein Stückchen reicht mir doch bestimmt. So, jetzt hätte ich aber... Na gut, egal. Noch habe ich eins. Eine Kiste. Yippie! Eine neue Hose. Die kann auch mehr als meine Hose. Sehr gut. Somit bin ich hier durch, aber... Oh, weg damit. Ich wollte hier rüber. Danke. Ab zur Kirche. Zur Kirche. Ab zur Kirche. Oh, what is this? Antike Feder. Romano-Boxbücher. Gute. Herzlich willkommen. Um es anders zu sagen, gute. So. Gucken wir uns weiter um. Hier kann ich nicht rein. Alles zu, 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 zu. Ach, das ist auch nur eine Vor. Kirche oder was ist das? Oh, was seid ihr? Holzpfeiler. Jetzt fehlt mir halt leider nur der Bogen dazu. Hm?
gucken wir mal weiter. Das war wohl nur ein Vorraum. Ausdauer ist leer und dann geht nichts mehr. Das reimt sich und eigentlich ist alles, was sich reimt, gut, aber das ist natürlich nicht so gut. So, da ist der Stock kaputt, aber ich habe einen neuen Stock. Also auch die Teile können kaputt gehen. Antike Feder klingt gut. Farmen wir doch auch mal die Jungs ab. Sehr gut. Damit kann ich doch bestimmt noch was anstellen. Antikes Zahnrad. Antike Feder, antike Schrauben. Was gibt es noch? Antike Feder, okay. Das sieht schwer nach Angreifern aus. Das sieht auch schwer nach starken Gegnern aus. Die zwei habe ich gefarmt. So, gehen wir doch mal in die Kirche. Ab in die Kirche. Erstmal wieder Stress machen. Und wie früher erstmal alles kaputt machen. Gut. Kiste. Hemd. Bogen. Das freut mich. Mit rechts spannen und auch schießen. Dann abbrechen kann ich mit einer Taste. Wunderbar. Also die Steuerung ist bisher wirklich ausgezeichnet. Das gefällt mir sehr gut. Beten? Okay. Okay, ein mildes Lächeln. Ich kann wohl noch nichts tun. Sie findet es wohl noch lustig, dass ich hier bin. Okay. Na klar ist bei mir alles gut. Ist bei dir auch alles gut, Roman. Romano. Was treibst du? Was machst du so? Muss ich hoch. Zumindest möchte ich ihn hochklettern. Hier sieht aber falsch aus. Ein Grab, ich wollte gerade dran ziehen, das kommt mir immer bei Ocarina of Time. Okay, aber ich glaube, soweit. Ich nehme es zurück. Er kann soweit gerade mal sehen. Auch mit Springen. Jupp. Wunderbar. Die Ausdauer langt, wenn er da drüber klettern. Kann er nicht drüber klettern. Dann vielleicht hier. Scheiben klettern magst du nicht. Heute ohne den Saal. Den Sahneräuber Bene, genau. Wir wollen hier den Kanal auch ein bisschen anders aufziehen, sodass wir auch mal alleine was streamen können. Morgen werden wir zusammen streamen. Morgen gibt es Jurassic Park auf der Xbox. Dann kann ich euch allen mal ein richtig gutes System vorstellen. Ja, generell, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Content. Und der Bene kann hier auf dem Kanal auch mal was streamen. Ich stream was, wir streamen aber trotzdem sehr, sehr viel zusammen. Das ist ja unsere Grundidee. Und das wird auch so bleiben. Bene guckt, glaube ich, auch nebenbei zu, während er zockt. Ich glaube, sie zocken aktuell ESL heute. So, ich muss doch hier... Also ich muss nicht, aber ich kann doch hier bestimmt hoch. Aber mir zugucken ist schon mal ein guter Zeitvertreib. Dann hast du schon mal alles richtig gemacht für heute. Okay, im Grunde bin ich jetzt da oben, aber hier hoch hat mir jetzt nichts gebracht. Oh, gut, kein Fallschaden. Hat mir jetzt nichts gebracht. Aha. Hier geht es weiter hoch.
Erst morgens, Esel, okay. Da bist du dann wahrscheinlich mit am Start. Vermute ich mal. Also ich bin immer noch nicht ganz oben. Nicht klettern. Da unten. Da geht es noch etwas höher. Geplant am besten. Ich nehme diese Wand. Vielen Dank für die Spende. Das freut mich sehr. Ich sehe jetzt, glaube ich, gerade leider gar nicht, wer es gespendet hat, aber wir freuen uns sehr über jede Spende, die uns erreicht. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Da guckt auch der Bene und macht große Augen. Aber dein Name, ich würde deinen Namen gerne aussprechen. Great Flugzeug oder sowas. Ich glaube, das trifft es auch schon fast. Vielen Dank. Vor lauter dahingucken falle ich da runter. Aber da oben sah es jetzt nicht so aus, als gäbe es da jetzt noch irgendwas Krasses. Vielleicht muss ich hier noch gar nicht hoch. Ich latsche jetzt erstmal zu dem Punkt, der mir genannt wird. Ich soll bitte dahin, wo es leuchtet in der Karte. Dann laufe ich dahin, wo es leuchtet. Bogen habe ich ja jetzt, damit kann ich ja zumindest schon mal was anfangen. Querfeldein. Ich soll hier bestimmt auf den Vorsprung, hä? Hier konnte ich, genau, das öffnen. Jan McCrank, vielen Dank. Aber Flugzeug ist okay. Es klingt so. Also, wenn wir uns jetzt mal so kurz... Great Flugzeug könnte man fast so annehmen. Aber vielen Dank. Es wird sogar vorgelesen. Das wusste ich gar nicht. Jetzt wissen wir es. Okay, hier geht's weit runter. Da sind noch ein paar Gegner. Und ich soll... da vorne hin. Gehen wir mal nach da vorne. Oh, zwei Gegner sollten noch Platz zu kriegen sein, obwohl, na gut. Ist, glaube ich, erstmal was. Lecker Pilzchen. Köstliche Geschichte. Links und rechts. Oh, verbrannt ist er. Zu nah am Feuer gewesen, das tut mir leid. Eine Waffe da geblieben, wunderbar. Ich hätte die wahrscheinlich jetzt auch einfach sprengen können. Grillwild, das klingt lecker. Ja, vielen Dank für die nächste 1-Euro-Spende, das freut uns sehr. Vielen, vielen herzlichen Dank. Flug und Zeug wurde gesprochen, sehr cool. So, da ist eine kleine Höhle. Und da oben sieht es aus, als gäbe es da einen kleinen Eingang. Kann man schon irgendwas auf der Karte sehen? Nee. Das sieht doch nach einem Schrein des Lebens. Okay. Ich glaube, die schnappe ich mir doch mal. Zack. Ah, du hast mich schon gesehen. Jo, jo, jo. Ah. Doch, hat gesessen. Schade, das explodiert nicht. Zack, Nummer 1 weg. Du kriegst. Oh! Oh! Damit habe ich nicht gerechnet. Wie stark war das denn jetzt, bitte? Okay, ich hätte mich mit denen wohl noch nicht battlen sollen. Okay, so schnell stirbt man in Zelda. Pow! Ein Schlag. Nice, nice. Nice von der Niceigkeit her oder so ähnlich. Ja, Romano, aber ich glaube, die Jungs brauchen dich bei ESL, hä? Die brauchen dich doch vielleicht. Wie sieht es denn mit dem Herrn Bene aus? Zockt der mit bei ESL? Jetzt gucke ich mir doch mal hier diesen Gang an oder Nicht-Gang. Das sah von beiden weg so aus, aber es sieht geschlossen aus. Gut. Gut, die Gegner lasse ich erstmal aus. One-Hit habe ich verstanden. Gehen wir erstmal zu dem leuchtenden Punkt.
dem Plateau ist ja generell doch recht viel. Das sieht nach einem Aussichtspunkt oder so aus, hm? Da oben mit der Spitze. Mal sehen. Wie ist denn generell? Alles gut zu erkennen? Bild gut, Ton gut, Mikrofon gut? Oder ist irgendetwas doof? Ich so, da runter, gar nicht da hoch. Okay. Schiekerstein bitte einsetzen. Machen wir. Ich glaube, du sollst ihn oben reinlegen, mein lieber Link. Ja, krasse Animation, cool. Freut mich. Schiekerturm wird aktiviert. Es kann zu leichten Erschütterungen kommen. Okay, was passiert jetzt? Gleich. Wow. Kleines Türmchen. Boah, ist das gut gemacht. Nintendo, da habt ihr euch... Oh, es gehen noch mehr Türme hoch. Land gegen Türme, okay. Krass, also wirklich schick gemacht, Leute. Das gefällt mir. Turm des Plateaus. Hört man eigentlich den Kühlschrank im Hintergrund brummen? Das würde mich mal interessieren. Okay, da tropft es auf meinen Schiekerstein. Und... ich krieg wahrscheinlich die Karte aufgedeckt. Nice! Nice, 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 nice! Hallo, Roger Klotz! Herzlich willkommen! Ja, sau gut. Jetzt habe ich endlich mal eine Karte. Das freut mich. Damit kommt man doch auch ein ganzes Stück besser zurecht. Erinnere dich. Erinnere dich. Okay. 100 Jahre lang hast du geschlafen. Wenn dieses Ungeheuer seine vollständige Kraft wiedergewinnt, ist die Welt dem Untergang geweiht. Was ist das? Drache, Wurmdrache, Schattendrache. Jetzt geh. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Beeile dich. Beeile dich. Nice. Die ferne Stimme. Okay, also das Spiel ist wirklich, sieht knaller aus. Ja, aber wie komme ich jetzt hier runter? Oh, muss ich klettern? Wie? Nicht die Wii. Das Spiel holt ihr euch bitte auf der Switch. Falls ihr es auf der Wii haben wollt, ich habe noch eine Wii U mit dem Spiel, die ich verkaufen möchte. Ah, das sieht das Spiel echt gut aus. Nice. Okay, ich muss jetzt aber hier runterklettern. Ist das, Ich spiele sowas wie PUBG, aber an der netten Konsole Xbox, denn da gibt's das Spiel auch. Werden wir bestimmt auch mal eine Runde einlegen, der Ben und ich, denn ich habe hier zwei Xboxen. Und dann gibt's mal eine nette Partie PUBG auf die Ohren. Mal sehen. Oi.
Wo kommst du denn jetzt? Ich will auch den Drachen. Das muss wohl heißen. Oh. Keine Ahnung, what is this? Das Wabern? Ach, dieser Geist? Ah ja. Die Verheerung Ganon. Okay. Ganondorf. Wo ich gerade so viele auf Facebook sehe, wir freuen uns natürlich, dass ihr da einschaltet. Bitte lasst auch ein Like oder ein Abo bei unserer Facebook-Gruppe da. Aber schaut doch auch einfach mal bei Twitch vorbei und lasst uns auch da ein Follow da. Da freuen wir uns. Ja, Romano, wir können das sehr gerne am PC spielen. Ich habe es auch auf dem PC und ich kann auch hier vom PC streamen. Ist kein Problem. Das können wir sogar sehr gerne mal machen. Da hätte ich Bock drauf. Aha. Lass das auf jeden Fall mal anpeilen. Pack mich doch mal bei Facebook, hol mich doch mal da dazu und schreib mir da mal. Dass wir uns mal verbinden, falls wir das nicht schon gemacht haben. Ich weiß es gerade nicht. Ach krass, wir sind da ziemlich alleine oben, verstehe. Was ist denn da vorne rechts, was so rot leuchtet? Ach, und da oben ist noch ein Turm. Der leuchtet rot, den habe ich dann wahrscheinlich noch nicht. Hier unten der Turm ist blau, den habe ich. Und hinten links ist noch so ein roter, wie Schrein oder was? Und ganz links auch. Okay, krass. Ist verloren. Das wollen wir nicht. Gib mir her. Ich will auch ein paar Segler. Okay. Ein vergessener Welt. Ja, wie gesagt, add mich am besten mal bei Facebook, dann können wir darüber mal schwätzen. Denn ich habe Steam echt auch schon lange nicht mehr angehabt und auch von Steam nicht mehr so richtig eine Ahnung. Oh. Oh, ich soll dir vor. Du läufst jetzt aber nicht langsam, oder? Natürlich läufst du langsam. Oh. Also, Gegner. Irgend so ein Schrein. Aha. Schrein, habe ich recht. Sonderbares Licht abgibt. Mhm. Cool. Jo. Kostbare Schätze. Okay, ich hole dir den Schatz. Ha, da ist doch noch so ein Gegner. Du hast doch bestimmt noch so eine Feder für mich oder so. Hast du eine Schraube? Hey, Shani ist da. Gute, gute. Das freut mich, dass du einschaltest. Einer unserer Moderatoren, seit geraumer Zeit, seit Zelda-Zeiten, was schon ein ganzes Stück her ist. Schön, dass du mit am Start bist, freut mich. Hier ist auch ein Schatz davor. Ex. Okay. Eine wertvollsten Edelsteine, nice. Das Ding werde ich nicht kaputt oder verschoben bekommen. Ja, freut mich, dass du wieder einschaltest. Das ist eine gute Sache. Das ist eine hervorragend und gute Sache. Wir machen jetzt enorm viel zu zweit, ja.
Ben ist aber heute nicht da, also wir spielen auch getrennt. Aber spielen noch zu zweit. Und doch, das Studio ist noch im Haus. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe es in meinen gammeligen Keller aufgebaut. Aber es sieht jetzt echt ganz schick aus, muss ich sagen, mit dem Vorhang hinter uns und allem drum und dran. Hier haben wir es einfach leichter, ohne dass wir viel stören, können wir hier wesentlich besser streamen mit mehr Equipment. Wir streamen jetzt eh deutlich anders, gleichzeitig auch auf Facebook und auf YouTube und Facebook-YouTube-Kanal und wir casten jetzt häufig aktuell Rainbow Six Siege-Spiele, das wird sich aber auch noch auf weitere Spiele erweitern. Haben so ein bisschen Liga und Cup ins Leben gerufen, aber wollen natürlich auch noch aus Spaß gute Spiele selber zocken. Wie zum Beispiel Zelda. Ich stehe ja wirklich sehr, sehr auf Zelda. So, und ich habe jetzt die ganze Zeit ja Ocarina of Time und Co. gespielt. Ich muss unbedingt Breath of the Wild spielen. Magnetismus. Ich bin also hier jetzt in einem Schrein. Kommt der Tröpf hier? Pliebla Platsch. Magnetmodul. Neues Modul wurde aktiviert. Das klingt fetzig. Okay. Auch irgendwas anderes Nettes gibt. Vielen Dank fürs Folgen. GBK. Freut mich. Da kommt's auch per Bild. Durchdrücken. So. Kann ich mir die Arbeit gar nicht machen, wenn die so umfallen. Okay, wer bist du denn? Nix. Oh. Explodiert? Ja. Nichts mehr ist das. Nichts mehr. Aber es hat was fallen lassen. Antike Schrauber. Gekauft. Wäre ich hier besser nicht reingefallen. Leiter. Leiter. Da oben ist eine Kiste. Hier ist sonst nichts. Das Ding hole ich wahrscheinlich einfach hier mit rüber. Batterieleistung lässt nach. Oh. Ich möchte heute nicht frühzeitig aufhören. Vielleicht muss ich mal eine 10-minütige Pause einrichten später. Aber das hat jetzt noch Zeit. So, an die will ich noch ran. An die möchte ich noch ran. Ist die magnetisch? Aha, bestimmt. Doch, ich komme dran. Nice. Einfacher kann man sich natürlich keinen Schatz ins Haus holen. So muss das sein. Oh, geil. Dann werde ich einen Teufel tun und es wechseln. Cool, vielen Dank für die Meldung. Dann ist gut.
Dann haben wir noch viel Zeit zum Zocken. So, erster Schrein. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich etwas esse. Ich habe heute noch nicht gegessen. Ich habe die Herausforderung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Yes. Äonen. Du siehst aber ziemlich alt aus, mein lieber Herr. In die Brust. Zeichen der Bewährung. Das Zeichen, das einem Held für das Bestehen einer Herausforderung verliehen wird. Nett. Okay. Ich habe ein Zeichen der Bewährung. Das freut mich. Ich weiß nicht, was es bringt. Aber ich hab's. Und wenn das nicht die Hauptsache ist, dann weiß ich auch nicht, ne? So, jetzt. Die Konsole warnt nur frühzeitig, damit man nicht während des Spiels plötzlich ohne Steuerung dasteht. Okay, cool. Danke für den Hinweis, GBK. Was gibt's Schönes? Ich hab, hab ein leckeres, schönes Brötchen zum Essen. Woher weiß der, was ich da habe? Game Catering winkt. Aus Facebook. Das sieht so aus, als wäre das der Bene. Mhm. Hohoho. Ich will nämlich die Parasegler. Sei doch mal still und hör zu. Okay, danke. Hallo Bene. Ja, ich kann jetzt wenigstens runtersehen. Ach ne, kann ich nicht. Zum Schickerstein hoch teleportieren. Das wäre nice. Das ist. Yo! Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr gut. Einmal teleportieren, bitte. Danke. Da ist er schon wieder vor mir. Mhm.
Ja. Okay. Alles klar. Ist mir egal, woher er es weiß. Hauptsache, ich mach's jetzt mal. So, also. Ja, da sehe ich doch den ersten Turm. Ah ja, okay. Kann ich hier zoomen? Kann ich nicht. Markieren. Ah, dann leuchtet die Karte. Sweet. Das war Numero Uno. Das war der zweite. Und ich meine, ich habe da eben drei gesehen. Oder war das einfach der rechts neben mir? Ich glaube, das waren erstmal die zwei dann. Nein, genau, den hatte ich noch gesehen. Dann brauche ich auch erstmal nicht so weit zu laufen. Dann schnappe ich mir den noch zuerst. Okay. Hm? Hab ich. Jo. Jetzt darf ich hier wieder runterfallen. Okay. Hui. Einmal im Kreis fallen, bitte. So, dann nehme ich mir den unteren hier zuerst vor. Die Richtung. Und sonst, wie geht's euch? Was zockt ihr aktuell so die Tage? Was macht ihr so? Was macht das Leben? Federn. Irgendwas werden die schon gut sein. Und dann brauche ich bestimmt viele. Oh, 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 ne. Ich wusste, dass es mein Gegner war, ne? Rainbow Six Siege und The Division. Ja, Rainbow Six, das kriege ich ja mit, aber Division. Lohnt sich Division noch? The Last Guardian ist auch stark, 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 stark. Ich habe es aber bisher nur angespielt. Aber es hat mir auch gut gefallen. Aber The Division, ist das nicht schon durch? Also, passiert da noch was Neues? Das habe ich da so nicht mitbekommen. Ich habe das vor 3 Jahren oder was, als es rausgekommen ist, viel gespielt. Aber das Endgame hat mich irgendwie recht schnell gelangweilt, muss ich zugeben. Okay, PvP. Also klar. Soll ich den das aufschießen lassen? Oder so. Anziehen. Ah, so anziehen. Was ist das? Nintendo Switch Hemd. Lustig. Naja, machen wir PvP und Survival. Okay, Division ist tot, schreibt Romano. Bin ich mir nicht so sicher. Spielen, glaube ich, noch echt viele. Ja, Trikot ist so toll. Ich bin Trikot verliebt. Was ist Trikot? So. Ich muss den, glaube ich, umlaufen. Ich müsste dahinter.
baller den fleißiger auf mich und der hier bestimmt auch. Das habe ich mir schon gedacht. Dann mache ich es halt so. Und kletter über ihm. Hallo Schrein. Da bin ich. Ja, sorry. Ja. Alles gut. Hast du völlig recht. Habe ich gerade nicht miteinander verbunden. Ich war bei Division. Und nicht mehr bei Last Guardian. Ist richtig, ja. Das ist echt nice gemacht. So. Papier drauf. Ein Bombenmodul. Viereckig und Kreis. Das eine kann ich wahrscheinlich gut hinstellen. Das rollt auch. Jetzt geht's los mit den ganzen Tricks. Und mal gucken, ob ich hier irgendwo eine Kiste entdecke. Nö. Also, wie war das nochmal mit den Dingern, die. Achso. Ich kann die selber zünden, nicht nach einer Zeit. Nice. Kiste. Sweet. Ein riesen Zweihänder. Der gefällt mir. Irgendwo habe ich noch was bewegen. Okay. Der Bene wieder. Vielen Dank. Hast du gut gemacht. Ein braver Junge bist du. Ein braver Junge. Was hat mich denn jetzt hier angeschossen? Au. Ich verstehe. Also, schon mal ein Teil zumindest. Aber aua. Gut. Hier gehört ein Bämmchen rein. Genauso nicht. Jetzt kann ich mich. Ah ne, ich kann da drüber laufen. Ups, ich wollte gerade fragen, ob ich das wohl überlebe. Das hat sich wohl damit geklärt. Nein. Wo habe ich eigentlich mein Handy hingelegt?
Das war ja genau jetzt nicht so schlau. Ich bin sofort wieder da. Ich muss nur mal kurz nach meinem Handy schauen. Gebt mir 10 Sekunden. Und ich würde sagen, die 10 Sekunden waren doch gut getimt. Ah, man fängt das ganze Ding von vorne an. Okay. Du hast Déjà-vus aus Ocarina of Time. Habe ich mich da auch so oft zu blöd angestellt? Habe ich das Schwert? Okay, das hat er wenigstens behalten. Dann brauche ich das nicht holen. Da habe ich mich auch so oft blöd angestellt, ne? Ja. Und ich würde sie echt gern auf die Steuerung schieben von Ocarina of Time, aber ich glaube, so einfach darf ich es mir da auch nicht machen, ne? Schade. Bene, das hast du sehr gut gemacht. Hast du dir Twitch-Account geholt? Aber das Abo ist eine gute Sache. Das freut uns natürlich, wenn ihr uns unterstützt. Und alle, die ein Amazon Prime-Abo haben, ihr könnt das kostenlos machen. Und das ist natürlich ganz nice, weil uns unterstützt. Euch kostet es keinen Cent. Und wenn das nicht fair ist, weiß ich auch nicht. Ja, also es lag teilweise am Controller, aber ich glaube, so einfach darf ich es mir nicht machen. Es war sehr häufig auch mir geschuldet. Sehr häufig. Sehr häufig. Also die Kugel werde ich mir gleich schnappen. Dennoch will ich darüber und das mache ich jetzt einmal per Flugmodus. Oh, du hast auch nicht viel getan. Der Bene kann endlich den Bene machen. Herzlichen Glückwunsch, Bene. Dennis Logo. Gute, gute, gute. Freut mich, dass du mit am Start bist. Überhaupt. Jetzt mal kurz gucken. Also da kann ich hochklettern, da kann ich rüberlaufen. Soll die Kugel mir nur zeigen, dass es lustig ist, dass die Kugeln fliegen können? Das wird sich jetzt zeigen. Der Dennis. Geht's euch allen gut? So, der Kühlschrank ist hinter mir wieder angesprungen. Hört ihr ihn? Ich überspringe das mal. Ich glaube, sie sagt genau dasselbe. Sah zumindest genauso aus. Sah zumindest aus. 2 Stück habe ich jetzt. Okay. Mhm. Ja,
Mache ich. Ich muss nur leider sagen, also der Red Bull-Kühlschrank sieht halt sehr geil aus. Aber trotzdem ist es dann ein Getränk einer anderen Marke. Ich möchte auch gar nicht verraten, welche Marke. Ich zeige es nur einfach mal hier rein. Wow, wow, was geht? Oh, oh, oh. Okay, was ist denn jetzt hier los? Okay. Körper ist tot, aber der Kopf lebt noch. Du bist in Düsseldorf am Chillen. Dann hast du auch alles richtig gemacht. Okay, einen Arm kann ich haben. Den will ich aber nicht. Ein Riesenschwert wieder. Das nehme ich. Ein Schild. Auch das nehme ich. Wenn ich es denn habe. Okay. Brian, du geile Sau. Ja, so ein Red Bull kann ich leider nicht drüber schmeißen. Irgendwann vielleicht. Es könnten ja mal die Firmen dieser Marken einfach mal hier zugucken und könnten ja einfach mal merken, dass es vielleicht ganz cool ist, wenn ich jemanden wirklich an Red Bull schmeißen könnte. Man kann es ja mal probieren. So, ich habe den einen Schrein gemacht. Er ist jetzt auch nicht mehr markiert. Die anderen beiden sind markiert. Dann gehe ich jetzt erstmal zu Rot. Der Brian Wappler guckt auch zu. Hey Schokobär, schreibt er. Aber die Leute von Facebook können leider nicht das lesen, was die Twitch-Jungs schreiben. Und andersrum. Ich kann alles gleichzeitig lesen, das ist auch ganz nett, das ist auch ganz wichtig. Ihr leider nicht, es tut mir leid. Daher seht ihr auch nicht immer direkt, auf was ich gerade antworte. Ja, eine Palette ist eigentlich ganz nett, so 24 Stück sind das, monatlich reicht das auch echt aus. Dann hast du einen pro Tag, ne, 24 Tage, das ist schon, das wäre schon ganz nett. Bene, du bist doch unser Organisator. Also quasi ein Abo nur für Lau, ne? Hast du schon völlig recht. Hier ist eine Leiter hoch an der Kirche. Hier ist eine Leiter hoch an der Kirche, die hatte ich vorhin nicht gesehen. Ich gehe die Leiter hoch an der Kirche. So, da merkt man, der Bene ist Verkäufer. Das merkt man auch direkt im Chat. Bene schreibt, donate uns 100 Euro im Monat und ich mache dann ein Abo klar bei Red Bull, ja? Das wäre ganz nett. Das ist keine Frage. Obwohl ich da sagen muss, bevor uns jemand echt 100 Dollar donatet, also zumindest per Abo von Twitch, sollte man es doch lieber einfach per PayPal machen. Davon haben wir mehr. Man muss schon sagen, Twitch zieht sich gerade hier bei dieser Abo-Struktur doch recht gut auf was ein. 50% von den Abos geht nämlich an Twitch. Bei Cheers als auch bei über das Donate von PayPal bleibt bei uns eigentlich fast 100% hängen. Das ist für uns deutlich besser. Nur mal so am Rande. So, ich habe immer noch keinen Parasegler. Jetzt, da oben ist ein Schrein und hier links ist ein Schrein. Ich glaube, ich gucke mal nach dem hier links. Wenn ich hier jetzt runterspringe, tut das bestimmt gut weh. Es hält sich in Grenzen. Shani Maus ist eine arme Frau. Ich kann mir das nicht leisten. Ist auch überhaupt kein Problem. Der Bene muss das machen. Das ist seine Aufgabe. Er wird dich das bestimmt auch zweimal noch fragen. Gute Stahlfaust. Schön, dass du einschilderst. Hier ist es unerträglich kalt. Wenn du hier verweilst, wirst du... Weg ist es. Ich muss aber... Ich nehme Schaden hier. Oh, okay. Das heißt, schnell doch nochmal was essen. Und am Essen... Vielen Dank fürs Cheer, Bene. Du unterstützt zumindest den richtigen Kanal. Nämlich deinen. Eben schon auf Facebook am Schauen. Okay, sorry. Kriege ich so parallel nicht so gut mit, aber hast du natürlich völlig recht.
ich nicht drüber nachgedacht. So, jetzt fehlt es mir aber an Essen. Oh, hier gibt es aber ein Lagerfeuer. Ich gehe mal in die Nähe und hoffe, dass das Lagerfeuer... Das war klar. Dreh dich um! Schnapp dir den! Gut. Lagerfeuer. Ich hoffe, hier ist es warm genug. Habt ihr hier drin was zu essen? Das wäre super. Holzpfeile. Die sind gerade völlig uninteressant. Die Grafik sieht mega gut aus, muss ich auch sagen. Da haben die sich echt eine Riesenmühe gegeben. Kann ich das hier aufnehmen? Kann ich. Ah, ich kann doch jetzt auch die Fackel in die Hand nehmen. Wenn ich die hab. Ist mir dann immer noch kalt? Ne, sieht nicht so aus. Mit Fackel kann ich wohl noch laufen. Ich darf nicht rennen mit Fackel. Ernst? Okay. Ich darf nicht rennen mit Fackel. Dann mache ich das mal nicht. So, ich hab's doch daheim. Wolltest ja nicht haben, schreibt einmal Alpha Mail. Schönes Wochenende noch. Stahlfaust geht. Das ist schade, aber ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Dir auch viel Spaß. Bene ballert lieber rum. Ich zocke so Games sehr, sehr gerne, das muss ich sagen. Ich zocke sie sehr, 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 sehr gerne. Vor allen Dingen auf der N64, die ich hier noch aufbauen muss. Bene, dabei kannst du mir dann wieder schön helfen. Hier muss noch die schöne N64 hin. So, irgendwo hier, von der Karte her gesehen, unter mir, ist der Schrein. Und hier ist es zum Glück auch nicht mehr kalt. Aber ich halte echt nicht mehr viel aus. Ich muss da runter. Ach, hier gibt es noch einen kompletten Tab. Den hatte ich nicht gesehen. Halt dich fest! Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich jetzt gemacht? Also ja, Smash Brothers können wir natürlich auch auf jeden Fall mal spielen. Da laden wir dich auch sehr gerne zu ein. Komm dann mit deinem Kleinen oder deiner Kleinen, ich weiß gar nicht, ob Bub oder Mädel. Ich habe ja auch gerade einen 13 Wochen alten Sohn. Da passt es doch ganz gut. So, jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich wieder hinlaufen. Jetzt fehlt mir nur wieder die Fackel. Dann können sich die Frauen über die Kinder unterhalten und spazieren gehen. Und wir können Smash Brothers spielen. Oder Mario Kart, Donkey Kong Racing. Alles hier vorhanden. Herzlichen Glückwunsch zum Stammhalter. Ist eine schöne Sache. Kinder sind eine super schöne Sache. Beste der Welt. Beste, wo gibt auch. Diese Meldung mit der Batterie kommt doch recht häufig. So, also. Ich wollte hier runter klettern und nicht runterfallen. Runterfallen gleich tot. Das konnte ich mir auch ohne, dass es passiert, vorstellen. Kann ich? A für runter. Dann kletter einfach schon mal die Hälfte, dann kann ich auch runterfallen, den Rest hoffe ich. Da hast du auch recht. Meine Frau wird es nicht mit mir zocken. Schade. Aber wir grenzen natürlich niemanden aus. Ich habe auch 4 Controller. Also 4 Leute können mitspielen. Nur, da kommt ganz auf die Person drauf an. Aber gerade Mario Kart oder nochmal so eine richtig geile Partie. Was wie, das war dann, Mario Party. Teil 1 oder Teil 2, der so super stark auf N64 war. Ich weiß es schon nicht mehr.
Gott, was habe ich das Spiel viel gespielt. Gott, was war das Spiel gut. So, da ist eine Kiste drin. Aber wir müssen es dem Bene ja noch irgendwie einfach machen. Der kriegt das ja sonst überhaupt nicht gebacken. Okay, da kann ich nicht viel machen. Push von Beginn an viel Ausdauer. Alles klar, Ausdauer wird gemacht. Und ja, Mario Party für die N64 war göttlich. Ja, ja. Göttlich war's, aber vor allen Dingen, diese Hand und dieser Punkt haben nach jeder Partie sowas von geschmerzt, weil man immer diesen Controller gedreht hat. Weil man immer der sein wollte, der am schnellsten dreht. Wie viel diese Controller ausgehalten haben damals. Das kannst du ja heute vergessen. Wenn ich das mit dem Controller mache, ist der nach einmal Mario Party völlig hinüber. Aber damals, oh, die waren so gut zu spielen. Das war richtig, richtig feiner Scheiß. Das muss man sagen. Immer wieder gerne. Auf der Switch kommt auch ein Teil raus. Okay, cool. Der muss auf jeden Fall gespielt werden. Ja, auf jeden Fall. Pizza-Wetter-Spiel, ja, oder dieses, man muss am schnellsten diesen Ballon aufblasen, du musst es zur richtigen Zeit drücken, dass er genug Luft pumpt und sowas, da durfte es auch nicht so schnell sein. Ja, geil. Pokémon Stadium. Ja, so unbedingt. Auch gerade die N64, da kann man sehr, sehr, sehr viel spielen und vor allem alles halt zusammen. Das ist super gut. Unbedingt. Einmal Alpha Mail. Wo hat es dich jetzt eigentlich hin verschlagen? Bist du immer noch hier irgendwo in der Nähe? Stasi-Modul. Stasis-Modul. Ich wollte schon sagen, Stasi-Modul. Stasis-Modul macht auch mehr Sinn. Lässt ein Objekt die Zeit stillstehen. Okay, verstehe. Das Ding, was sich dreht, kann ich dann wahrscheinlich anhalten. Er hat es schon ausgewählt. Oh, okay, also nur für eine gewisse Zeit. Aber das hat funktioniert. Gibt es hier eine Kiste? Hier sehe ich noch keine. Okay, das braucht recht lange, bis es aufgeladen ist. Eisenhammer. Waffentasche voll, das war ja klar. Weg damit. Nein! Hau weg. Aha! Wenn ich das anhalte, kommt auch wahrscheinlich kein weiterer. Oder? Wo ist denn der Wappler? Schreibt André K. Strunk in Facebook. Der Wappler ist mit in Twitch. Du kannst natürlich auch gerne bei Twitch dazu kommen. Da liest du auch, was er schreibt. Ich werde es, glaube ich, noch programmieren, dass man den Chat auch im Spiel sehen kann. Dass alle aus allen Richtungen etwas mitbekommen. Ah, da wo es das super Heilwasser gibt. Ja, ja. Du hast das Kind mit der... Oh, mit der Bibi bekommen, oder? Kam doch da aus dem Ort, meine ich. Was? Ah, nee, das war anders. Und wenn man da nur oft genug draufballert, genau, kommt der Megadruck. Schöne Grüße auch an Sie. Genau, bam, weg ist der Ball. Und kommt zurück und überrollt mich. Nicht. Eine Kiste habe ich gefunden.
Nächster Punkt. Überspringen. Immer dasselbe. Cool, vielen Dank. Überspringen und raus. Also Bene, du siehst, wir müssen die N64 auspacken. Und da können wir wirklich sehr, sehr viel spielen. Uns dabei sehr, sehr belustigen. Und uns gegenseitig an die Wand Karren fahren. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. So, hau weg. Das müsste reichen. Und... weg mit dir. Hallo Kistchen. Davon habe ich inzwischen auch echt viele. So, die letzte Kiste. Ja, da darf ich ja nicht runterfallen. Und wenn ich hochkletter, ist doch wieder kalt. Die ist doch echt weit entfernt. Und ich glaube, hochklettern schafft er nicht. Wenn ich hier kurz ausruhen kann, vielleicht. Dem sieht leider nicht so aus, aber gut. Meine Ausdauer sollte reichen, um hochzukommen. Ich muss alles einsammeln, okay. Habe ich irgendwas übersehen, dass du das gerade schreibst? Ich will lieber wieder ins Grüne zurück. Hier weiter oben langlaufen fühlt sich nicht unbedingt richtig an. Ah, jetzt sehe ich auch das erste Mal die Temperaturanzeige da unten rechts. Okay, verstehe. Da ist eine Brücke mit... ah, das ist doch schon wieder schlecht. Loot ist im Spiel das Wichtigste. Okay. Na nicht, ich wollte runterspringen, nicht weiter hoch. So. Bin ich wieder am Feuer und kann mir jetzt zumindest wieder die Fackel anzünden. Also, hier war ein Schiff, habe ich eben gerade gesehen, da unter mir. Damit kann ich ja lang segeln. Das Ding ist da drüben. Ich glaube, das kann ich auch über grünes Land machen. Sau dumm gelaufen. Sau blöd gelaufen. Redneck 88 ist am Start. Und schreibt Wappler! Players, so ist es. So ist es, so bleibt es. Was eben auf dem YouTube-Channel?
gehört? Wie kannst du das hören, Bene? Okay, hier ist auch ein Blatt. Damit werde ich dann wohl dieses Schiff bedienen können, aber ich hoffe, dass ich es auch ohne das Schiff schaffe. Bin mir jetzt aber gerade unsicher, ne? Oh, hier geht's im Chat ja ab. Sorry für das nicht vorhandene Taktgefühl. Kennt man das anders? Nein. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich irgendwie eine Klamotte vergessen, die das hier mir helfen würde? Ne. Das ist eine gute Frage, Redneck. Das finde ich ist eine gute Frage. Wann steckst du ihr den Ring an? Sie hört bestimmt mit. So richtig schön peinlich. Lasst mich mal in Ruhe, ich gehe mal ohne euch weiter. Ich will nämlich hier zu diesem blöden Schrein. Da brauche ich die Fackel noch sowieso aussehen, wenn ich da hoch muss. Mach mal halblang, muss erst mit der einen Herausforderung wachsen. Ja, recht hast du. Obwohl. Mit dem einen ist es eh schon so halb gegessen. Und das andere macht es nicht mehr komplizierter. Macht es meistens nur noch einfacher. Okay. Das verstehe ich schon, aber ich wette, wenn ich das jetzt bediene, ist meine Fackel aus. Die nächste Fackel ist echt ein Stück entfernt. Ich habe noch diesen Apfel. Aber ich werde es wohl machen müssen. Ich brauche das Magnetmodul. Ja, geil, ohne Leben hier. Aber wegen steuerlicher Erleichterung heiratet man ja nicht. Nicht nur. Okay, jetzt muss ich eh Bescheid wissen. Und ich nicht mehr laufen kann. Oh, 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 oh. Aber ich habe Chilis. Jetzt habe ich auch eine Fackel. Ich hoffe, sie glaubt mich nicht. Bene macht was Produktives. Mach ich etwa nicht was Produktives? Hey. Hm,
Misty. Das war jetzt auch eher ein Witz, nicht da reingefallen, wenn ich hochspringe, oder? Wo werde ich jetzt starten? Das war jetzt echt blöd. Und ich denke, ein ganzes Stück weg werde ich starten. Nee, das ist gut. Okay. Oh, jetzt kommt schon. Besser, ja, ich weiß, dass kalt ist. Oh. Oh, jetzt nicht sterben, lieber noch was essen. Ach, die Dinge habe ich nicht. Bean ist nicht mehr da. Es fällt Bean ein, nicht mehr da zu sein. Bene, du musst doch zugucken. Halt, stopp. So nicht. Halt, stopp. Was macht ihr denn alle gerade, denke ich so? Außer mir zugucken. Mir zugucken ist ja schon mal ein Beginn zu einem besseren Leben. Das verstehe ich, das ist gut. Aber was macht ihr sonst? Von einem habe ich gehört Division, die anderen spielen Siege. Boah, bleib mir bloß fort, echt. Wenn ich die Fackel jetzt weglege. Boah, hör doch einfach auf. Wenn ich die blöde Fackel weglege, dann muss ich wieder irgendwo was holen. Ich habe jetzt hier noch keinen Lagerfeuerplatz gesehen. Pillemannsjob! Gute! Bleib weg von mir. Ich darf nicht rennen. Ich habe das Gefühl, langsamer zu sein berghoch. Bewerte meine Pokémon in Pokémon Go. Es spielen ja inzwischen echt deutlich mehr. Also nicht wie zu Beginn, aber wie in der letzten Zeit. Also es ist wieder voll am Kommen. Nein, es ist passiert. Oh, und jetzt muss ich mich beeilen, dass ich nicht erfriere. Jetzt hört auf, du Misty. Yo! Von allem noch nicht genug und von oben fällt auch noch Zeug runter. Okay, zum Schluss dann noch der schwierigste Teil. Boah, kann ich noch speichern? Ich erfriere. Ja, kann ich. Gut! Ein Speicherpunkt. Jetzt ist mir egal. Die ganzen schönen Wetterspiele. Ja, ich habe einen Kollegen von mir, der spielt das wirklich Tag ein, Tag aus. Dem ist es völlig egal, was für ein Wetter ist. Völlig.
Da muss wieder jemand an die Arbeit. Samstags, Redneck. Was machst du, dass du jetzt noch arbeiten musst? Mach's gut, Redneck. Machen Sie es gut. Hinterlassen Sie ein Follow, falls noch nicht passiert. Das freut uns und hilft uns. So. Welches Level hast du denn bei Pokémon Go? Bist schon Level 40, okay, der Kollege ist noch 39. Ein Kryo-Modul, okay. Lässt Eissäulen auf Wasser entstehen. Wie kalt ist es denn jetzt eigentlich hier? Ich kann hier arbeiten, okay. Ich könnte mich jetzt auch teleportieren. Also ein Kryo-Modul. Okay, ich kann hier Eissäulen machen. Ich kann an die Rand springen. Und kann auch wunderbar daneben springen. Ja, ich kenne mich bei Pokémon Go inzwischen gar nicht mehr aus. Also früher, als rauskam, auch gespielt. Aber seitdem bin ich da Wissensstand. Ach so. Ich hätte gar nicht klettern müssen. Durch Zufall hochgedrückt. Yellow for the win. Blaues Team, schreibt der Bene. Ich würde aber auch sagen, blau und rot nimmt jeder. Ich hätte auch, wir hatten Yellow. Pillemans Jupp ist auch Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch, sehe ich jetzt erst. Schöne Sache, Jungs, schöne Sache. Ah, eine Kiste. Kann ich das unter mich machen? Geht das? Yeah, sweet. Tochter, auch eine super schöne Sache. Ist auch mit einem Jungen gestartet. Die Tochter dann als nächstes. So, einfrieren. Einfrieren, hab ich gesagt. Tu es. Jetzt drückt sich das hoch. Gut, mir reicht die eine Seite hoch. Ich wollte schon die zweite hochdrücken, aber das brauche ich ja gar nicht. Arktus-Event. Nur vier gelbe und während der anderen beiden Teams noch diskutierten. Habt ihr schon Nägel mit Köpfen gemacht, so ist es. So ist es. Nee, ich fand auch gelb cool, weil die anderen Teams, die anderen Farben nimmt immer jeder. Und das heißt, man hat auch ganz viele Spieler, die halt nicht aktiv spielen wollen. Gelb allein schon deswegen genommen, um wirklich aktive zu kriegen. Shiny Maus, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, man sieht dich die nächsten Tage mal wieder, weil ich denke, ich werde so lang streamen, also die nächsten Tage, nicht heute, bis ich das Spiel durch habe. Kennst du ja schon von der N64. Schön, dass du eingeschaltet hast. Freut mich. So, aber ansonsten. Spiel
Stream, Qualität ist gut. Ruckelt nichts oder sonstiges. Ton ist gut. Also ist eine Frage an euch, keine Aussage von mir. Ist irgendwas blöd? Stört irgendwas? Gebt mir gerne Feedback. Jetzt erfahre ich die Wahrheit. Da muss ich die Linien kreuzen, okay. Bis ich durch bin, also keine Ahnung. Ich glaube, ich werde erstmal allein, weil ich eigentlich immer so spiele, werde ich erstmal. Also wir treffen uns hier an der Kirche, vermute ich mal. Werde ich erstmal, komm schon, genau. Werde ich erstmal die ganzen Schreine holen, weil ich glaube, damit kann ich mich verbessern. Gelesen habe ich, dass es ein Master Sword gibt und dass es ein, das Hyrule-Schild gibt. Die will ich natürlich haben. Man kann angeblich Epona haben. Das werde ich natürlich versuchen wollen. Mal sehen. Also Open World, ich kann es mir erstmal machen, wie ich möchte. Kletter mal noch auf den Gipfel. XP. Soll ich das machen? Was ist denn da oben? Also was mir so XP gibt. Ich kann hier gleich nochmal hin. Ich wollte nur jetzt erstmal aus dieser Kälte raus. Was Nützliches für später. Ach, weißt du was, dann mach ich's jetzt. Was soll der Geiz? Also, da oben gibt es was Nützliches für später. Teleportieren wir uns zurück. Vielen Dank für die Tipps. Ja, so vage finde ich schon okay. Hab jetzt nicht das große Problem mit Spoilern, aber so vage ist auf jeden Fall schon cool. Was trinke ich da? Was Leckeres aus unserem Kühlschrank, Herr Bede? Köstlich. So, Gipfel. Wenn du von Gipfel sprichst, redest du von diesem da vorne. Ah, ihr habt doch Ach stimmt, ich hab euch ja eben gar nicht geholt. Die pennen noch. Penner sind das also. Eieieiei. Pow. So, also. Um nochmal zur Frage zurückzukommen. Du meinst diesen Gipfel da oben? Da drüben, das meinst du noch nicht. Dieser Gipfel hier. Da gucke ich einmal nach links auf den Chat und schon überrollt mich ein Eisklumpen. Kann ich da mit Fackel hochlaufen? Das wäre eine gute Sache. Nee, da muss ich wohl klettern. Bene liebt einfach sein Emote. Ich hoffe einfach, dass ich noch eine Stelle finde, wo ich hochlaufen kann. Und das sieht eigentlich so aus. Dass ich hier hoch... mich hoch kringeln kann. Was gibt es morgen? Was meinst du mit was gibt es morgen? Was wir zocken? Wann wir zocken? Oder was es zu trinken gibt?
Jurassic Park morgen, ich wäre dafür. Untersuchen. Bernstein. Meintest du jetzt, dass ich ihn mit dem Bernstein holen sollte? Wir können auch Mario Kart zocken. Also Jurassic Park World habe ich mir geholt, also auch das können wir gerne spielen. So, aber jetzt die Frage, soll ich das Ding hier weghauen? Ich würde es jetzt ungern die Fackel weglegen, wenn ich sie vielleicht gleich noch brauche. Oder sollte ich mich hier umschauen? Oder was war die Idee mit, dass es hier was Nützliches gibt? GBK. GBK. Ich warte noch kurz. Du schreibst wahrscheinlich gerade. Ich habe das Gefühl, ich muss das Ding hier wegkloppen. Sieht zumindest so aus. Okay, kein Problem. Bene, wann sind wir morgen on? Das ist eine gute Frage. Ich hab Zeit. 15 Uhr, 16 Uhr, Bene. Was sagst du? Ich vermute, Bene. Ah, eher abends, 18 Uhr. Ist 18 Uhr eine gute Zeit für dich? Neunzehn Uhr. Ich würde sagen, lass uns 18 Uhr beginnen, dann haben wir ein bisschen Zeit. Also Brian, 18 Uhr, Jurassic World und vielleicht etwas Mario Party. Aber ich würde sagen, lass uns mal Jurassic World anschauen. So, das gekreuzte etwas. So sieht's aus. Hatte Bene genau richtig gesagt. Das gekreuzte etwas wird die Kirche sein. Und ich war ja eben schon mal oben und da gab's nichts als den Bogen. Ich vermute doch, wenn ich jetzt da hochgehe, ist da oben der Dude, der Alte. Mal schon mal sehen. Aber da oben ist doch, es könnte ein Schatten sein. Mach's gut, Brian. Schöne Grüße an alle. Und genieß die Zeit. Genieß sie. Macht's gut. Macht gerne noch etwas Werbung für den Stream. Und wir sehen uns morgen. Ich habe das Winterwams noch nicht. Chibikai. Aber hier leuchtet doch jetzt was. Aha. Vorhin, wo sie noch müde gelächelt hat, oder wie wurde es genannt, kann ich jetzt wahrscheinlich mal Ausdauer wählen. Das ist doch meine Vermutung. Wo kriege ich denn das Winterwams? Muss ich das noch irgendwie kaufen? Hab da nichts gesehen, ich bin einfach gelaufen. Ich erbitte Herzen. Was bedeutet Herzen? Habe ich ein weiteres Herz? Das ist ja schon mal ganz nice. Aber Ausdauer brauche ich. Ich mache Ausdauer. Jo. So sei es. Tattoos. Oh, sieht aus wie bei N64. Geil. Love it. Einen goldenen Ausdauercontainer und habe jetzt einen weiteren Balken. Sweet. Und da ist der Alte. Wusste ich doch auf dem Dach. Wusste ich. Das Winterwams hätte ich da bekommen sollen. Und ich krieg nur einen Bernstein. Nett. Ich habe eben extra nochmal geguckt. Ich habe die aktuellste Version des Spiels. Es sollte hoffentlich nicht an so einem Blödsinn liegen. Ah. Okay,
Okay, schneller kann er die Leiter nicht klettern. Er läuft, läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Ja, ich muss doch. Sobald ich mit dem Alten geschnackt habe. So, da bin ich. Videosequenz, ich lasse sie abspielen. Du hast mich gefunden. Nun denn, ich sollte dir wohl endlich meine wahre Gestalt enthüllen. Mein Name ist Roam Bosphoramus Hyrule. Früher gab es hier ein Reich namens Hyrule. Ich war sein letzter König. Okay, krass. Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Nun, das weißt du schon. Und ich? In der Katastrophe kam ich ums Leben. Und nun geistere ich als verlorene Seele in der Welt herum. Tot, okay. Nachdem du deine Erinnerungen verloren hattest, wollte ich dir nicht zu viel auf einmal zumuten. Und deshalb nahm ich die Gestalt des harmlosen Landstreichers an. Vergib mir. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah. Die Verheerung Ganon. Sie ist die Wiedergeburt eines Dämonenkönigs, der vor ungezählten Jahren in diesem Land geboren wurde. Eine Manifestation seines Zorns. Über die Zeitalter wurde Ganon zum Stoff von Märchen und Legenden. Doch eines Tages sprach ein königlicher Weissager eine Prophezeiung aus. Die Erde, auf der wir wandeln, trägt Zeugnis von der Wiederkehr der Verheerung Ganon. Doch sie birgt ebenfalls einen Weg, ihr zu widerstehen. Infolge dieser Prophezeiung begannen wir mit Ausgrabungen. Und tatsächlich entdeckten wir zahlreiche Relikte, die vor Urzeiten von unseren Vorfahren erschaffen worden waren. Das spielt sich so gut aus. Vier Titanen, gigantische Maschinen in Form von Tieren, die von einem Piloten gesteuert werden konnten. Und die Wächter, die wie von Geisterhand bewegt, selbsttätig gegen Feinde kämpfen sollten. Sie entsprachen auf erstaunliche Weise den Legenden, die in unserem Reich überdauert hatten. Die Prinzessin, welche die Kraft besitzt, das Böse zu versiegeln, der vom heiligen Bannschwert auserwählte Held, in uralten Zeiten bekämpften sie zusammen mit den Relikten den ursprünglichen Ganon. Auch vor 100 Jahren gab es eine Prinzessin und einen talentierten Ritter. Wir beschlossen, uns nach dem Plan unserer Vorfahren zu richten. Aus den Völkern Hyrules wurden vier vortreffliche Krieger ausgewählt, welche die Titanen steuern sollten. Wir nannten sie Recken und die Prinzessin führte sie an. Der Prinzessin und den fünf Recken sollte es im Handumdrehen gelingen, die Verheerung zu versiegeln. So glaubten wir. Doch Ganon war listiger, als wir angenommen hatten. Sein Vorgehen übertraf unsere schlimmsten Vorstellungen. Unter Schloss Hyrule ans Tageslicht und riss sofort die Gewalt über die Wächter und die Titanen an sich. Alle im Schloss und die vier Recken in den Titanen ließen an jenem Tag ihr Leben. Der Held erlitt bei der Verteidigung der Prinzessin lebensgefährliche Verletzungen. So wurde Hyrule, unser schönes Reich, an nur einem Tag von der Verheerung Ganon zerstört.
Doch. Die Prinzessin hatte überlebt. Ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Tolle Stimmen. Der Name der Prinzessin ist Zelda. Sie ist meine Tochter. Und der Ritter, der sie bis zuletzt beschützte, das warst du. Du selbst, Link. An jenem Tag hing dein Leben am seidenen Faden. Doch dann wurdest du zum Schrein auf diesem Plateau gebracht. Nach 100 langen Jahren bist du endlich zu uns zurückgekehrt. Seit du erwacht bist, hast du einige Male eine Stimme vernommen, die dir den Weg weisen will. Das ist sie. Zelda, die bis zum heutigen Tag in Schloss Hyrule Ganons Macht im Zaum hält. Aber Zeldas Kraft neigt sich dem Ende zu. Wenn sie versiegt, kehrt Ganon zurück und dieses Land ist endgültig dem Untergang geweiht. Link, ich konnte mein Reich nicht beschützen. Oh, 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 oh. Nein! Batterie leer! Da ist es passiert. Passt mal auf, das machen wir doch. Das umgehen wir. So, ich pack mal ganz kurz den Controller in die gute Switch. Und wir geben dir jetzt einfach mal ein paar Minuten. Das ist ja soweit kein Problem. Es ist ja noch einigermaßen früh und ich habe noch echt Bock zu zocken. Und da kann man ja einfach mal ein kleines Päuschen anlegen. Auch das ist ja okay. Also bisher, Spiel, grandios. Macht mir mega Spaß, sieht super gut aus. Haben sie wirklich super Mühe gegeben, muss man einfach sagen. Ich bin ja ganz am Anfang, aber ich glaube, ich verstehe so peu à peu, was da noch so alles kommen wird. Mal sehen. Ja, ich hoffe, euch macht das Streamen soweit bisher auch Spaß. Sagt unbedingt, wenn irgendwas nicht passt oder wenn ich irgendwas verbessern kann. Das ist immer wichtig. Ich werde mir jetzt einfach noch mal kurz was zu essen holen. Und wir geben in der Zeit einfach dem Controller. Ich gucke noch mal, ob ich ihn richtig reingesteckt habe. Sieht aber gut aus. Etwas Zeit zu laden. Ich hoffe mal, wenn wir 5 bis 10 Minuten Batterie da reingeladen haben, dass der dann einfach noch mal ein Stündchen aushält. Das wird sich aber gleich zeigen. Ich komme auf jeden Fall wieder. Ich hoffe, ihr bleibt gerade da. Ich werde jetzt einfach nur einen kleinen AFK-Bildschirm einblenden mit ein bisschen Musik. Wenn die Musik stört, macht sie einfach ein bisschen leiser. Ich bin aber sofort wieder da. Freue mich auf gleich. Bis gleich. Ciao, ciao.
So. Und wie ich gesagt habe, ich bin nicht lange weg. Ich komme wieder. Ja, mal sehen. Aber ich gebe dem Controller trotzdem noch mal ein bisschen Zeit. Denn ich will ja jetzt auch noch ein kleines Momentchen spielen, ne? Ich gucke mir gerade mal einfach mal kurz in die Kanäle rein. Wunderbar. Hier bei Twitch ist wohl das meiste los, ja, ganz eindeutig. Ich hoffe, euch allen geht es gut. So, wie es sein soll. Chibi Kai. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Kannst du mal sagen, ob Ersteres oder Zweiteres. Streamst du auch? Machst du auch was in Twitch? Oder wie ist es bei dir? Ich schaue mir doch gerade mal kurz in deinen Account rein. Okay, keine Videos. Du guckst also hauptsächlich. War eine gute Sache. So, aber hier sieht es soweit alles gut aus. Stream sieht auch soweit auch gut aus. So soll es sein. Cool. So, was sagt ihr? Kann ich mich schon wieder trauen, den Controller rauszunehmen, oder ist es noch zu kurz? Ich kann es gerade nicht sagen. Jetzt gucke ich gerade mal, du hast geschrieben, um 44 war der Controller leer gegangen. Jetzt haben wir 51, 7 Minuten. Ich glaube, ich gebe ihm einfach noch kurz. Facebook haben sich einige Leute eingeschaltet, das freut mich. Einige neue Likes bekommen. Wir haben bei Facebook, Facebook/GameCatering ist unser Kanal in Facebook. Schön, dass ihr da mit am Start seid. Ansonsten haben wir in YouTube, könnt ihr unseren Kanal über Game Catering finden. Da haben wir leider noch keinen direkten Namen. Hi Bowser 3002, uns geht's gut. Mir geht's super. Geht's dir auch gut? Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich lege auch sofort wieder los. Also nicht wundern, die Pause ist nur, weil mein Controller kurz leer gegangen ist und ich ihm einfach 10 Minuten Aufladezeit geben möchte. So, und Facebook gibt's einige neue Likes, das freut uns. YouTube haben wir unseren Kanal, da werden die Videos automatisch danach immer hochgeladen. Da streamen wir auch gerade live. Und natürlich auch immer wichtig, auf Twitch. Das ist ja eigentlich auch immer unser Hauptkanal. Krass, jetzt kann ich mal gucken, wer mich hier geaddet hat. Krass. Alte Schulkameraden, das ist auch immer schön. Schön zu sehen, wunderbar, das funktioniert. So, jetzt haben wir 8 Minuten geladen. Ich bin einfach heiß auf das Game. Ich will einfach, dass es weitergeht. Deswegen werde ich mich jetzt wirklich einfach trauen und werde alles aus dem die Controller wieder rausholen. Numero uno. Und strecken. Numero Duo. Okay, also mein linker Controller ist das Hauptproblem. Nicht irgendetwas von dir zu fordern. Und doch habe ich eine Bitte. Besiege Ganon und rette sie. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda. Die 4 Titanen sind jedoch noch immer in Ganons Gewalt. Und rund um Schloss Hyrule wimmelt es nur so von Wächtern. Es wäre wohl nicht besonders klug, sich ohne weitere Vorbereitungen zum Schloss zu wagen. Du solltest zuerst einem Dorf im Osten von hier einen Besuch abstatten. Kakariko. Ich zeig es dir. Kakariko heißt es. Das habe ich doch gedacht. Dort wohnt eine Weise namens Impa. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Wo Kakariko liegt, ist auf der Karte deines Shika-Steins eingezeichnet. Gehe zuerst zu den Zwillingsbergen und dahinter nach Norden.
Der Weg dort führt dich bis zum Dorf. Aha. Ah, und jetzt ist die Stimme weg. Aber schöne Stimme hat er. Den Parasegler. Yippie! Jetzt beginnt es, glaube ich, erst richtig lustig zu werden. Vergessene Welt geschafft. Ja, unbedingt. Also Spiel wirkt wirklich echt toll. Macht richtig Spaß. Jetzt muss ich irgendwie den Parasegler auswählen. Ne, den hat man automatisch. Also ich soll nach Osten gehen, also im Grunde in diese Richtung. Ja, okay. Parasegler verstanden. Okay, verstanden. Schafft das? Okay, gut, alles gut. So, ich soll also als allererstes nach. War das jetzt da? Ne, das war doch hier in die Richtung, ne? Ich muss selber gucken. Ab in die Karte. Wenn ich das Wams will, und ich will das Wams, ne, da hast du schon recht. Zur Hütten des Alten gehen. Ich weiß gar nicht, hatten wir eine Hütte bei dem gesehen? Der hat auch nur hier bei der Zitadelle hatte der keine Hütte. Ich will das Wams unbedingt. Da hast du völlig recht. Denn es gibt bestimmt noch mehr kalte Fleckchen. Als das, was wir bisher gesehen haben. Scheinbar habe ich die Hütte übersehen, wenn du das so schreibst. Oh, 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 oh. Also, als wir das Spiel gestartet hatten, hat man den Dude ja schon gesehen. Und da hat er sein Lagerfeuerchen hier gemacht. Und ich sehe da keine Hütte. Dann musst du mir, glaube ich, sagen. Also, das erste Mal war der ja hier. Und das ist nicht so richtig Hütte. Gibt's auch keine Hütte? Oh, das Geräusch nervt mich auch. Ich mach's mal aus. Auf diesem höchsten Berg waren wir halt schon und da gab's das nicht. Jetzt muss ich da hin, damit ich das krieg. Ich meine, ist kein Problem, da kann ich jetzt hin. Da sind wir vorhin hin. Und da gab es dann nicht mehr. Aber da kriege ich das jetzt nicht mehr. Ist es richtig? Weil ich kann gerne auf den... Nein, müsste jetzt in der Hütte sein. Also, wenn ich auf die Hütte gucke, links. Auf die Kippe. Ihr seid euch noch nicht einig? Ich probiere es einfach mal, weil ich bin ja jetzt echt nah an der Zitadelle. Also. Wenn man auf die Zitadelle guckt, links. Hab's eben richtig gelesen? Wenn du vor der Zitadelle stehst und sie ansiehst, links.
Also ich sehe keine Hütte. Zu den Bäumchen, schreibst du. Meinst du das hier? Hier hatte ich ja am Anfang eine Truhe, die war hier. Da war, glaube ich, eine Hose drin. Bowser 3002, vielen Dank fürs Folgen. Nein, vor der Zitadelle links, da siehst du. Eine Wiese mit Bäumen. Also gehe ich jetzt mal hier vor die Zitadelle. Links, eine Wiese mit Bäumen. Krass. Ich bin anscheinend mega blind. Tut mir total leid. Du meinst dann diese Wiese mit Bäumen, vermute ich, ne? Da ist eine Hütte. Ich hab sie gefunden. Also zumindest aus dem Weiten gerade gesehen. Ein Dach habe ich doch gerade gesehen. Da ist doch das Dach, oder? Ja. Yay! Danke euch. Ich bin blind durch die Welt. Wenn ich auch sonst nichts kann, zumindest blind durch die Welt. Jetzt wird's spannend. Ansonsten kann ich mich ja teleportieren. Das Hütchen sieht aber auch schon ganz schön runtergekommen aus. Pilze. Komm schon, komm schon, komm schon. Hey! Winterwams. Da haben wir es. Bla 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 bla. Und du hast recht. Hattest du. Bisschen was zum Einsammeln. Nochmal Holzfäller-Axt. Gut. Also Kakariko. Jetzt gucke ich die Karte. Kakariko liegt. Das ist doch aber nicht dieser. Das war bei. Da! Dieser Schrein ist das. Da hat er mich eben hingeschickt. Da gehe ich auch mal straight drauf zu. Ja, dann brauche ich nicht mehr mit einer Fackel rumlaufen oder sowas. Das klingt einfach nach einer guten Sache. Hier springe ich am besten noch nicht runter. Kann man das danach nochmal kaufen oder was? Muss man das danach nochmal kaufen, wenn man das hier nicht geholt hat? Ja, okay, krass. Okay, das ist ein super Tipp gewesen. Vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank. So Tipps sind immer gut und immer nützlich. So, ich muss... Irgendwo da straight durch. Ich flieg mal geradeaus runter.
Fliegen macht das Leben leichter. Ich mag's. Später gefunden. Habe Feuer gespuckt. Okay. Nee, das ist gut. Gut zu wissen. Wo ein Wagen ist, ist doch bestimmt etwas Loot. Was? Doch, untersuchen. Zumindest ein Bernstein. So, also hier drüber wollte ich jetzt laufen. Dahinter sollte doch der Turm zu finden sein, wo ich wieder hoch muss. Und ich meine, das ist doch jetzt so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig, oder? Ich habe dann so Türme, da gehe ich dann hoch. Damit decke ich meine Karte auf, dann weiß ich, was ich zu tun habe und gehe weiter. Wirkt zumindest gerade sehr nach Assassin's Creed. Loot, 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 Loot. Gott. Oh, ist es empfindlich. Ganz leicht, nur ganz sacht drüber. Jo. Der reagiert ja schon ganz gut. Die Pferde sind so cute. Das muss ich gleich mal gucken. Ist das dann so ähnlich wie bei Ocarina of Time, dass man das Pferd dann, wenn man einmal eins hat, immer wieder rufen kann, oder? Aha. Dich entdeckt. Habt ihr das gerade echt geschrieben? Erstmal gucke ich, was dieser Croc hier ist. Ein Crocsamen. Die brauche ich bestimmt für irgendwas. Also, da ist doch der Turm, wo ich hin möchte. Und ihr lacht mich gleich aus, weil ich irgendwo... Aha, aha. Da mache ich doch gerade mal hier den... Den werde ich mir jetzt holen. Den darf ich nicht vergessen. Und hier habe ich auch noch einen. Perfekt. Der wird dich töten, wenn du ihn nicht tötest. We will see. Sollte ich hier besser nicht reingehen? Also erstmal hole ich mir zumindest hier den Teleportpunkt. Der kann ja nichts schaden. Was habe ich denn jetzt hier für einen? Was auch immer für einer. Ich gehe mal rein. Das kann ich auch überspringen. Gut zu wissen. Hört ihr eigentlich den Kühlschrank, der im Hintergrund gerade angegangen ist? Oder hört man das Gebrumme nicht im Mikro? Vom Winde verweht. Das dachte ich mir doch schon. Du hast nur eine Stimme und ein Spiel. Diese blöde Stimme, ne? Verstehe ich. Kann man sich jetzt zurück pusten lassen? Wäre das vermutlich interessant. Aber da drüben auch, da habe ich noch eine Kiste entdeckt.
Schlechte Umsetzung. Schlecht umgesetzt. Versucht. Dann lasse ich die Kiste mal kurz raus. Erstmal hier rüber. Halt dich! Noch schlechter umgesetzt. Jetzt muss ich aber, glaube ich, was essen, ne? Jo, unbedingt. So ging's dann. Ich kann einfach von hier aus rüberkleiden, ne? Ja, komm! Warum hat er sich jetzt nicht... Warum hat er sich da jetzt nicht festgehalten? Wirkte eigentlich so, als könnte er sich da jetzt einfach festhalten, oder? Oh Gott! Für Gott. Soldaten Zweihänder, dafür ist kein Platz mehr. Das ist doch immer dasselbe. Dann lass uns Platz schaffen. Eine Riesenlanze. Pff, weg damit. Große Augen gemacht. Habe ich jetzt. War das blöd, dass ich die Lanze weggeworfen habe? Was soll denn das heißen? Ach, warum? Was hätte ich denn jetzt so falsch machen können hier dran? Wirkt jetzt erstmal so, als könnte ich da nicht so viel falsch machen, außer dass er sich vielleicht nicht an der Kante festhält. Die Ladezeiten sind recht lang. So, jetzt habe ich zumindest schon mal einen Teleport-Punkt. Jetzt habe ich da drüben den Turm, wo ich hin soll. Ah, der Wind war doch klar, oder? Ich habe einen Parasegler. Da ist Wind. Also nutze ich den Parasegler. Also, hoffe ich. Das Ende der Welt. Wächter. Okay, da kann ich wohl hin. Okay, aber das hat bestimmt noch mal ein paar Zahnräder für mich. War hier müssen. Dann werde ich die doch noch mal kurz. Na, da liegt auch noch einer. Kurz abgreifen. Aber das Vieh im Wasser. Und eine Kiste im Wasser. Doppelten Schaden zu. Ach krass. Man kann nicht... Okay.
Also schwimmen ist gefährlich. Das ist zumindest noch bis zu der Kiste. Bewegt sich da gar nicht, oder sehe ich das falsch? Oh, 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 oh. Ja klar, ich kann darüber gleiten. Ich wollte nur an diese Kiste ran. Das mache ich dann später. Gehe ich erstmal hier hoch. Der Fluss wird hier bestimmt auch irgendwo noch mal dünner, ne? Das wäre bestimmt auch einfach schlau gewesen. Schleichschnecke. Aha. So, der Turm ist immer noch vor mir. Ich gehe erstmal auf den Turm hoch. Und latsch jetzt mal dreist mitten durchs Lager, weil da oben ist eine Kiste. Komme ich da dran, ohne dass die mich direkt runterholen? Ich probiere es. Ah, nein. Muss ich die wahrscheinlich erst killen. So. Ich muss hier wohl irgendwann über den Fluss. Wie ist man kurz hier? Aha, aha, aha. Da ist eine Kiste. Da sind wir. Darüber. Hört sofort auf, mich hier zu töten. Was soll das? Immer ruhig bleiben. Au. Oh, die treffen aber verdammt gut. Was haben wir denn hier erfahren? Aber jetzt bin ich zumindest schon mal auf der richtigen Seite. Für das Türmelein. Lalala. Hallo, welcome back. Wir haben dich schon vermisst. Jetzt wieder ein Bötchen. Hier wieder ein Kistchen. Uff damit! Ein Krogfächer. Ich habe keinen Platz mehr, aber ich glaube, ich will ihn generell mal gebrauchen. Irgend komisches Geräusch gehört. Das kann doch bestimmt weg. Ein komisches Geräusch, ja. Und zwar ein Wolf oder ein Hund hier in dem Spiel. Ich dachte schon, bei mir im Keller ist ein komisches Geräusch.
los, bis ich zum Turm komme. Nochmal am Boden, aber ich glaube, die Sachen sind wichtig. Die geben bestimmt Geld. Blauen waren das letzte Mal sehr übel. Die versuche ich jetzt einfach mal zu umgehen. So. Ach, okay, so viel zu. Ich bin auf der richtigen Flussseite. Nein! Turm der Zwillingsberge. Energie noch reicht. Nö. Hätte ich doch. Was? Da war nicht. Gott. Ah, gut, wenigstens starte ich hier. Sagen sowas liebe ich ja. Also einfach mal nochmal absetzen. Energie kriegen. Ich brauche einfach mehr Ausdauer. Einfach schneller mehr Ausdauer. Bowser ist wieder da. Chibi schreibt aktuell nicht mehr. Der eine kommt, der andere geht. Was ist denn von den Zelda-Spielen eigentlich euer Favorite? Tja, das ist einmal nicht geschrieben. Schon hat man das Gefühl, man ist raus, ne? Gib das Tröpfchen her. Lass es fallen. Pitch, patch. Das ist ein großes Gebiet. Ja, ich weiß, das ist... Ich glaube, ich sollte jetzt auch mal auf Speichern klicken. Sicherheitshalber allein. Shika-Sensor-Schreine suchen. Ah, okay, verstehe. Majora's Mask habe ich noch nie durchgespielt, muss ich leider sagen. Ich habe es auf der N64, also auf der Wii U. Ich habe es noch nie durchgespielt. Und ich glaube, dafür muss ich mich auch halb schämen. Wahrscheinlich auch nicht nur halb, hä? Ketzerei, ich sehe schon. Ocarina of Time wirklich oft durchgespielt. Breath of the Wild. Ich guck mal kurz, was mein Controller sagt. Wie kann ich das gucken? Ich hatte gehofft, den Bildschirm. Scheinbar nicht. Es ist ein Schrein in der Nähe, sagt er mir. Okay. Hier? Bergbau. Dafür habe ich doch den Eisenhammer bestimmt, hä? Yes!
zeichnen. Bleib hier. Du auch. Nein! Wenigstens nicht zu Tode gefallen. Das ist ja zumindest etwas. Ketzerei. Ja, also heißt, ich muss mit euch wohl auch noch Majora's Mask spielen. Ein Feuerstein. Kann ich ein bisschen Feuer machen? Also, da sich das gerade wieder weggegangen ist, habe ich wahrscheinlich da oben einen Schrein verpasst. Das gucke ich mir jetzt an. Oh, da sehe ich ihn auch schon. TP? Was ist TP? Town Portal. Sind wir im Diablo-Universum gelandet? Das würde mich freuen. Verstehe. Krass, durch Zufall. Richtig gemacht, auch das verstehe ich, finde ich gut. Hätte ich gerade stehen bleiben können, okay. Was ist denn TP? Link to the past? Ne. Was ist TP? Ach, Twilight Princess. Ha! Sorry. Ja! Twilight Princess habe ich auf der Wii U gespielt. Ich finde es immer wieder sehr komisch, als da Hund Wolf zu spielen. Wolf ist das ja. Ist nicht ganz so meins. Ach, das saß sofort. Ja. Ich muss sagen, da fand ich Wind Waker halt auch ganz geil. Aber auch das habe ich nicht durchgespielt. Das fand ich aber von der Art und Weise und vom Layout her sehr schön. In der HD-Version auch wirklich echt wunderschön. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Gibt es hier eine Kiste? Und ja, hier gibt es eine Kiste. Gut, gucke ich mal kurz, ist die aus Eisen? Ich habe doch eine Vermutung. Stasis-Modul. Aufpassen. Krass. Ah, gefunden. Da muss man sich nur Gedanken machen, warum sind da hinten Fässer? Jetzt weiß ich's.
Aber komme ich mit den Fässern wieder hier rüber? Nö, vermutlich nicht. Gut, aber hier kann ich wahrscheinlich, hier geht wahrscheinlich dann das Magnetmodul. Zum Glück nicht runter. Na, öffne. Wunderbar! Rätsel herausgefunden. Ein Kletterkopftuch. Super sweet. Kann ich wahrscheinlich schneller klettern oder mit weniger Balance klettern. Super, super sweet. Sehen. Nein! Los geht's. Wow. Nein! Ah, schön. Sehr, sehr schön. Na, danke, dass du nicht gesprungen bist. Sondern gestolpert oder gestürzt oder wie soll man es auch immer nennen. Ich hoffe, er hat sich's gemerkt, dass ich das Kopftuch hatte. Jupp. Ja, bestimmt gibt's hier eine Leiter. Ich habe noch nicht geguckt. Natürlich gibt's hier eine Leiter. Immer den einfachsten Weg denken. Aber ja, die 8-9 Minuten Controller aufladen haben auf jeden Fall doch schon mal echt gut Zeit gebracht. Aber ich wette, irgendwann in der nächsten Zeit wird sie ihn dann wieder zerlegen und dann werde ich für heute auch erstmal Schluss machen. Es lädt und lädt. Schreine in der Nähe. Wie geht's hier ab? Überall und die ganze Zeit Schreine. Bergbau. Und ihr habt mir so schön gesagt, sammel alles, was du findest. Also, sammel ich. Wie mache ich das denn bei sowas am besten? Spielst du gerade parallel? Bringt mir das einen Vorteil, wenn ich ohne den spiele? Nö, ne? Ein Dörfchen und hier ist ein Schreiben. Komm ich rüber oder komm ich nicht dafür? Ich komm rüber! Sweet.
Nächste Schreinchen. Davon gibt es wirklich viele. Das sieht schwer nach Eiszeug aus. Und das kann ich ja auch. Die werden besetzen. Das ist ja völlig gewuscht. Dass ich die werden besetzen kann. Viele kann ich davon machen. Drei. Drei. Okay. Kiste. Meine ersten Rubine. Hey, hey. Batterieleistung lässt nach. Ja, ich hab's verstanden. Also, da unten muss ich rein, um weiterzukommen. Da ist irgendeine Wippe. Da kommt ein Ball runter. Wenn ich hier hochlaufe, bringt mir das gar nichts. Achso, da kann ich bis da. Achso, okay, cool. Ich bin wieder zerstört. Zu spät. Ich muss den ein bisschen höher setzen, habe ich das Gefühl. Hm. 250 Pokémon weggeschmissen. Auch eine blöde Idee. Ach, jetzt hab ich's. Ist eigentlich super einfach. Ah. Immer zu spät. Das ist echt. Genau, so. Ist unten noch ein Loch, ne? Die sind alle klar. Hier einfach noch an. Jo. Beste Vorbereitung für ein Schrein mit einem Herz. So, klappt. Bla 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 bla. Lass mich hier raus. Bla 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 bla. Ja, ich weiß. Drei Stück habe ich, einen brauche ich noch. Ich bin mir sicher, dass ich sterbe. Ich verstehe, was du meinst mit einem Herz. Hallo an alle Zuschauer, hallo an Facebook, an YouTube und an Twitch an dieser Stelle. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und schon sind die Stacheln weg. Nice. Ich speichere sie.
aber... Wer weiß, wann das System abbaut? Ich weiß es nicht. Du siehst nach einem Händler aus. Ja! Wow! Ich möchte erstmal verkaufen, denke ich. Weg damit. Ja, ja. Wow. Brauche ich die Edelsteine sonst irgendwie oder kann ich die einfach weghauen für Geld? Ich hau sie jetzt mal weg für Geld. Zur Not kann ich es ja nochmal holen. Habe ich, okay, ich kann erstmal unendlich viele Rubine holen. Ich brauche keine Rubintasche oder sowas. Wow! Feuerstein kann ich, glaube ich, gebrauchen. Opal kann weg. Also Geld. Ja, ja. Ist ja nichts wert. 8 Rubine, ja, okay. Jetzt habe ich erstmal genug. Was kann ich denn kaufen bei dir? Hol dir ein schönes Pferd, bitte. Nein, ich will raus. Nein, 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 nein. Na, lass mal gut sein. Ja, danke. Sollen wir ein Pferd holen? Hier gibt's Pferde. Ja. Ja. Im Stall der Zwillingsberge. Vor dem Stall. Ja. Ich habe nichts anderes als Pferde im Kopf, da habt ihr recht. Kommt bald mal wieder. Okay. Also, ich kann mir ein Pferd schnappen irgendwie, irgendwo. Ich habe jetzt auch nochmal so viele genommen, wie ich wollte. Feuerholz. Nicht. Ich gehe mal weiter Richtung Gagarico. Wenn ich ein Pferd sehe, da ist er zum Beispiel. Ah, viel wichtiger. Hier kriege ich noch Federn. Das war einige. Danke. Das ist echt ein großes Feld. Nicht zu unterschätzen. Da lebt da bestimmt auch gleich noch irgendeiner von denen. Wie gehe ich jetzt am besten vor? Ich glaube, ich mache einen. Wieder hat nix. Was soll denn der Schmu?
Die sollen bitte alle eins haben. Weil die Dinger sind bestimmt wichtig, ja? Nicht gespoilert werden, aber ich vermute, mit denen kann ich irgendwas verbessern. Das war klar. Aus. Erstmal, dass ich so einen Schuss gesehen habe. Mach ich sofort. Eieieiei. Den war ich schon. Eieieiei. Was sind das viele? Ein Farmparadies für antikes Zeug. Zahnrad hatte ich schon länger nicht mehr. Heider da, was ist das so gewollt, dass man hier so viel farmen kann? Also ich find's gut, aber dann sind es ja gar nicht wirklich Raritäten, sondern man hat viel zu viel von diesen Dingern. Gott, ist der Kühlschrank laut. Also ich bin froh, wenn ihr ihn nicht hört. Bin mir unsicher, ob ich ihn laufen lassen kann, während man streamt. Aber wenn ihr nicht hört, ist ja alles gut. Hört sich so nicht, aber eine Meisteraxt. Meine Tasche ist voll. Das ist ja blöd. Aber eine Meisteraxt klingt wirklich gut. Dafür kann ich auch mal das Stöckchen fallen lassen, denke ich. So, ein Pferdchen. Jetzt hole ich es mir. Wollte nur erstmal alle gefarmt haben. Da gibt es ein Blümchen zum Pflücken. Hyrule Grass. Hyrule, soll man ja sagen. Gut. Welcher war der geschossen hat? Wahrscheinlich der dann besser, ne? Die habe ich schon gefarmt. Pillemanns Jupp, Kude! Ja, läuft soweit gut. Solange der Controller noch mitmacht, läuft's sehr gut. So, das sind halt jetzt viele Pferde. Und ein paar gucken mich an, man soll ja von hinten dran. Und
Von hinten ist halt gar nicht so einfach, wenn alle in meine Richtung gucken. Ich will mir mal das Gescheckte holen. Verdauen, Gescheckte, das sieht ganz hübsch aus. Wie läuft's? Ja, super, jetzt guckst du mal in meine Richtung, ne? Oder ich bin das dunkle rum. Wie sieht's denn bei dir aus, Pillemanziop? CW gezockt oder was war? Was habt ihr gemacht? Hat schon was zum Schleichen? Nö. Ach, das kann ich zumindest ansehen. Bewegt ihr euch nicht alle? Das ist ja fies. Minuten Sperre. Bist du irgendwo aus dem Spiel rausgegangen? Sperre klingt irgendwie so, als wär's, hättest du das Spiel verlassen. Das macht man doch nicht, ein Spiel zu liefern. Okay. Ich würde sagen, ein bisschen über. Flederbeißerauge, aha. Was habt ihr für Jungs? Was bist du? Du hast ihn zweimal gekillt, bist rausgeflogen. Auch eine Möglichkeit. Nicht schön, aber möglich, ne? Aber gut, das gibt es halt immer wieder. Sieht so verlockend aus, dass hier was leuchtet. Kriege ich jetzt Schleichklöckchen? Ist das eine Fee? So, erstmal hier das Zeug ansammeln. Und hier gibt es auch noch Edelsteine. Hab mich Spaß, der trollen wollte. Okay, passiert. Gehört ja leider dazu. Und ich glaube, das ist ja bei Siege gar nicht so selten. Oder sehe ich das falsch? Was ist denn da oben Lustiges? Sieht aus wie ein Baum, der sich aber bewegt. Du bist ein Baum, der sich bewegt. Hallo du. Ja. Ganz so versteckt bist du nicht. Okay. Die einzig wahren Rasseln. Hol ich sie ihm mal zurück, die einzig wahren Rasseln. Da brauche ich aber eine andere Waffe für. Bam. Viel Spaden mit viel Spaß. Ja. So. Die halten viel aus. Ich sehe gar nichts.
Ah, die muss man also platt machen, dann werden Kisten freigeschaltet. Verstehe. Für die Zukunft gemerkt. So, erstmal gucken, was hier liegt. Schild. Ein Herz. Herz. Schild. Sonst was. Eine Lanze, aber die interessiert mich nicht. Und hier oben sind wahrscheinlich die Rasseln drin. Rassel, Rassel! Danke. Spring runter. Runter, nicht hoch. Gott. Dann kletter halt runter, wenn dir das besser gefällt. Ich brauche etwas mehr Ausdauer. Ich renne ja echt gerne. Das ist mir aktuell irgendwie zu lame. Rasseln. Hier hast du sie, mein lieber Herr. Ich will meine... Ich hab mal eine. Ich hab eine, ja. Ja, bitte. Auf jeden Fall die Waffentasche. Her damit. Ein Platz. Nicht, dass du dich überarbeitest. Dam, da, 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 dam. Sogar als Text dastehend. Nett. Nett gemacht. So, dankeschön. Ich bring dir Krogsamen, sobald ich sie finde. Auch wenn ich es etwas komisch finde, in einem Kinderspiel jemanden Samen zu bringen. Aber es passt schon. Why not? Im Chat ist es so still geworden. Pillemann kommt rein und schon traut sich niemand mehr zu schreiben. Du hast sie allein geschüchtert. Du hast sie allein geschüchtert. Das sieht doch verlockend aus. Dies war doch Chlor. Ja. Danke. Tschüss. Ein Frosch. Spurtkröte. Man läuft recht weit bis Kakariko. Rein in der Nähe. Und das sieht nach Kakariko aus. Und wenn ich nach Impa suche, der Bene-Wappler wieder da. Diesmal in Facebook. Hallo Bene. Freut mich, dass du da bist und mir schreibst. So, Kakariko. Und ich höre ein Schreien. Und dieser Schreien wird wahrscheinlich Impa sein. Und Impa ist schon immer... Was bist denn du? Ach krass. Okay, ja. Ich soll dich jetzt nicht tragen. Okay. Oh. Ah. So. Der Schrein wird Impa sein. Und Impa war ja schon im alten Spiel eine gute Fee.
Film mag ich. Jetzt kommt Rico, hier geht's doch bestimmt zur Fee. Zumindest sagt das mein Schreien-Erkennungsgerät. Hier habe ich was. Hallo. Bin ich hier etwa richtig? Wenn wir jetzt sehen. Ausnutze die so entstandene Gelegenheit für den Gegenangriff. Okay. Ziel erfassen, zur Seite springen. Verstanden. Probieren wir gleich aus. Okay, brauchen wir Kiste. Das ist ein Schild. Wenn es schon ein Schwert gibt, ist ein Schild nicht. Das ist doch gut. Nein! Kein Platz in der Tasche, ist doch schon wieder super. Wegwerfen. 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 Wird gezockt, ohne Ende wird gezockt. Und morgen wird geil gezockt, wieder zu zweit. Ich freue mich schon drauf, morgen wieder den Stream mit dir zu zweit. Da freue ich mich drauf. Training. PS4, was bist du? Also zielen, nach hinten springen. Verstanden. Zeitpunkt einen Angriff mit dem Schild, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Okay. Inks und parieren ist damit A. Okay. Problem ist, das Schwert ist jetzt schon fast hinüber, ne? Kraft sammeln, loslassen. Auch das ist klar. Na gut, damit war es das auch. Cool! Ein Wächterschwert, was ich nicht aufnehmen kann, weil... Ja gut, dafür kann ich das jetzt aber auch wegschmeißen. Setze deinen Weg fort. Huhu, Biene! Wie viele Schreine hast du, Andy? Ich weiß es nicht. Noch nicht viele. Ich kann gleich im Ladescreen, wird das ja, glaube ich, angezeigt. Kann ich es dir sofort sagen. So, das Ding kommt dann erstmal auf den Müll. Und dafür wird das hier mitgenommen. Und die zwei Dinge auch. Dann habe ich hier nochmal eine Kiste. Ich hoffe, ich muss nicht schon wieder was wegschmeißen. So, bla 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 bla. Krass, das kurze Laden des Controllers hat echt viel Zeit gebracht. Jetzt habe ich auch wieder 4, jetzt kann ich auch wieder etwas Ausdauer oder Leben holen. Ich weiß noch nicht, ob ich auf Leben oder auf Ausdauer gehe. Einmal Alpha Male ist auch wieder da.
Chibi ist auch noch da. Super. Ich sag ja, die Batterie kann was. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz cool, weil irgendwie 8-9 Minuten geladen und ich spiele jetzt schon wieder fast eine Stunde. Über eine Stunde. Sweet. Sweet. Aber das war nicht Impa. Das war nicht Impa. Dann gibt es Impa noch. Bestimmt dann hier oben. Gucken wir mal im Wald. Das sieht doch interessant aus. Jo, da sind auch Feen drumherum. Das sieht sogar sehr interessant aus. Ha! Wenn man vom Teufel spricht, da zerlegt sie ihn auch. Jetzt will ich aber Impa zumindest noch finden, deswegen wird nochmal ganz kurz auf in die Ladestation getan. Damit ich hier zumindest noch zu Impa komme, weil das sah schon sehr nach Impa aus, wo ich gerade war. Das kann mir niemand sagen, dass da nicht gut Impa kommt. So. Lustig auf jeden Fall, aber wir unterhalten uns schon wieder über die Batterien und schon gehen die Batterien leider auch schon wieder aus. Aber das ist alles gut, alles cool. So, das war doch auf jeden Fall bisher ein lustiger... Ach hier, die wird jetzt auch leer. Okay, war doch auf jeden Fall lustig bisher. Ich freue mich dann schon. Ich denke, morgen werde ich hier auch, bevor der Bene da ist, weiter streamen mit Zelda, weil es mich gerade einfach sehr angefixt hat. Mit dem Bene zusammen werden wir dann Jurassic World anspielen zum ersten Mal. Dann auf die Xbox wechseln. Und vielleicht auf die Nintendo 64 nochmal wechseln, um vielleicht eine Runde Mario Party, Mario Kart, Diddy Kong Racing oder sonst irgendwas zu spielen. Auch darauf habe ich echt Bock. Sorry, Brian. Ich meine, du kannst zur Not noch dazukommen, wenn du da morgen Zeit hast. Aber da muss ich erst gucken, dass die N64 auch läuft. Die habe ich heute erstmal testweise angeschlossen, aber noch nicht. Also angeschlossen, aber noch nicht probiert. So. Ja. Ansonsten gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Game Catering, das bin ich und der Bene, beziehungsweise man nennt erst den anderen, der Bene oder ich. Und wir werden jetzt diesen Kanal doch, denke ich, weiter vergrößern. Mit viel Games, mit vielen Konsolen, mit viel Casten von Clan Wars. Das macht uns auch einen großen Spaß. Ja, so, das ist nochmal kurz geladen gewesen. Ich hole sie gerade nochmal raus. Mal sehen, ob es das dann auch schon war. So, noch schnell die Plättchen hier holen. Ich die bestimmt irgendwann. Prinzessin in Enzian, das klingt auch sehr gut. Fit-Karotte klingt jetzt nicht so gut. Die brauche ich weniger. Gut, hier geht's doch bestimmt rein. Oder raus oder irgendwie. Wundersame Stimme. Junger Mann, bitte hör mich an. Aber gern. Große Fee Kultura. Okay, 100 Rubine. Okay. Bitte sehr. Die tun mir nicht weh. So, aber welche Fee haben wir denn jetzt hier? Das ist nicht Impa. Ach nee, Impa war ja gar keine Fee bei der Fee. Ah, die sind genauso lustig gemacht wie bei N64. Für ein jugendliches Spiel oder ein Kinderspiel sehr aufreizend gemachte Feen. Blablabla. Bla, bla, bla.
Ich versuche das jetzt mal. Kleidung verstärken. Hm? Okay. Ach, dafür brauche ich auch Zeug. Ich verstehe. Ah, dann darf ich die doch nicht verkaufen. Okay. Hm? Na, ich kann ja nicht. Alles klar. Verstanden, aber das war dann ja nicht Imper, dann gehe ich nach Kakariko rein. Ich hatte gedacht, dass ich hier die Fee finde. Also, nichts wie los, ab nach Kakariko. Und dann werde ich auch so langsam ausmachen. So leid es mir tut, aber jetzt ist doch schon langsam spät geworden und ich streame schon seit einer geraumen Zeit. Ja, seit 3,5 Stunden sogar. Abgefahren. Längster Stream von mir. Ja, da ist doch noch ein Schrein. Den nehme ich mit. Ich will nochmal ausdauern. Ja. So, das sieht aus, als müsste ich hier hin. Ja, Impas Anwesen. Da will ich doch hin. Ja, das ist der Schickerstein. Bin ich. Lasst mich rein. Oh. Ihr wart mega unhöflich. Also lasst mich doch jetzt rein. Danke. Ihr unhöflichen Buben, ihr. Ein Mann, oh Gott, Paya. Großmutter, okay. Imper ist lange her, verstehe. Ich gehe heute noch nicht rein. Ich denke, das wird noch mal ein längeres Intro. Das machen wir dann mit dem nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr so lange mit mir ausgehalten habt. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und vielen Dank für die ganze Unterstützung, für die Spenden, für die Follows. Hat wie immer Spaß gemacht und wir sehen uns die Tage. Ich hoffe spätestens morgen. Morgen mit dem Bene zusammen ab 18 Uhr und vielleicht ich vorher nochmal. Da würde ich aber in Facebook und Co. nochmal eine kleine Nachricht schreiben. So, macht's alle gut. Wir sehen uns. Adios. Bye, bye.